Seht durch mein Fernglas. Diese Brücke muss echt weg. Das heißt, wir müssen erstmal die schwere Kavallerie loswerden. In Ordnung. Wir stellen uns hier an der Straße. Hier bauen wir schon mal aus und dann arbeiten wir auch noch parallel weiter daran. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wird erledigt. In Richtung Scharfschützen zu kommen. Genau, das wollte ich sagen. Mathematik. Sieht durch mein Fernglas. Wir brauchen eine Schwefelquelle. Da hinten sehe ich eine Schwefelquelle. Durch den Nebel des Krieges hindurch. So soll es sein. Denn wir haben den Durchblick. Fertig, den Dieb Meister. Ziehen wir direkt hinzu, den werden wir nämlich brauchen, sobald der Kampf losgeht. Attacke! Sobald der Gegner mich Verstärkung zur Brücke schickt, müssen wir die Brücke schon sprengen können. Einer eurer Helden wird angegriffen. So, wir haben Speerträger, also dürfte die Kavallerie kein Problem darstellen. Für so billige Truppen können diese Speerträger echt einiges. Ich tue mein Bestes. Ja, ja, mein Herr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Angriff! So, Dieb, schnell mal herkommen. Ergreift sie! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! So, ihr macht das mal alles weniger Schaden. Ihr haltet alle natürlich auch weniger aus. Und ihr seid alle tot. Flaschenpost. Für Ruhm und Ehre! Sofort! Und du machst mal sich mal ganz sneaky-beaky da durch. Geh da durch! Ja! Okay, die haben die blockieren die Brücke. Also schnell angreifen. Ergreift sie! Jetzt spreng die Brücke. Schleicht dich da ganz schnell drauf. Solange dieser Trupp noch nicht gestorben ist, kannst du das machen, ohne zu sterben. Komm, komm, plante die Bombe! Plante die Bombe! Zieh durch! Zieh durch! The Bomb has been planted. Angriff! Jetzt seid ihr dran! Macht sie und der Dieb ist tot. Und wir ziehen uns erstmal zurück in die Brücke, machen jetzt erstmal kurz den Abgang und tschüss, Freunde. So, jetzt seid ihr abgeschnitten, sofort. Jetzt seid ihr alle tot. Jetzt seid ihr tot. Und wir haben keine Diebe mehr. Ich tue mein Bestes. Feinde haben einen Held attackiert. Lehrt sie das Fürchten! Bis in den Tod! Bis in den Tod! So, den kriegt ihr noch ganz schnell weg und dann alle auf diese Garnison. Und spielt mit mir! Und der Kunst darfst du bist euch da. Den Weg. Ah, da haben die eine Basis. Ich zeige euch den Weg. Eure Arbeiter wir sollten diese Basis Steuer. Ausschalten. Mir würde es unachtsam erscheinen, diese Basis noch stehen zu lassen. Oh shit! Auf oh shit! Den Kampf. Ihr werdet angegriffen. Alle drauf da! Bereit für ein Tänzchen? So, ihr haltet alle weniger aus, ihr teilt weniger aus, ihr sterbt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Verrecke! Bis in den Tod! Verrecke auch du! Und drauf Angriff. Da! Wag kann immer noch seinen Kampfrausch nicht durchführen. Für Ruhm und Ehre! Leider. Und wir haben keine Schützen, um den Hauptmann direkt auszuschalten. Ich zeige euch den Weg. Seht hier! So. Ja. Alles klar, jetzt alle auf die Schwertkämpfer hier drauf. Euer Wunsch ist mir Befehl. Einer eurer Helden wird angegriffen. Was soll das jetzt hier? Damit ist Kerbos aber gar nicht einverstanden. Verpisst lauft euch mal. Lauft so schnell ihr könnt. Alle auf die Garnison jetzt.
Solange die Leute einfach fliehen wie die letzten Feiglinge. Alle auf die Garnison! Nur Mut! Mit den unkontrollierbaren Soldaten. Ja, an Disziplin hadert es ja noch ein bisschen bei den Bösen. Okay, jetzt greifen wir wieder an. Lehrt sie das Fürchten! Jetzt müssen wir sie schnell wieder irgendwie loswerden. Ein Held ist in großer Gefahr. Wir haben keine Kräfte gerade zur Verfügung. Aber die Schwertkämpfer sind tot und die Reiter werden dem direkt folgen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Mit Vergnügen. Da haben die Gegner tatsächlich irgendwelche Basen hier rumstehen. Seht her. Ja, und die müssen wir halt... Ja. Abschlachten, damit sie einen freien Rücken haben. Ergreift warum greift mich auf die Garnison an? Warum? Ja. Komm, ein paar Blindenhunde. Und meine Freunde. Blindenhunde lösen hier das Problem. Und die Gegner haben schon die Hälfte ihrer Verstärkung hinzugezogen. Angriff! Ihr werdet angegriffen. Ihr haltet aber weniger aus. Ihr könnt Gegner sein. Ihr teilt auch weniger aus und dass ihr verreckt alle. Lache. Hier hinten muss auch noch irgendwo eine gegnerische Angriff. Basis sein. Mit so einem Turm. Müssen wir ausschalten. Oder hier steht auch irgendwo so ein Stall. Das muss einfach weg. Ich glaube, bevor wir uns dieser Basen hier im Hinterland entledigen, ich zeige euch den kümmern wir uns direkt um den Stall. Oder halt die Quelle der Kavallerie, wo auch immer die herkommen. Ja. Lehrt sie das Fürchten! Komm schon! Macht's platt! Macht's platt! Ah, da kommt schon die Reiterei an. Feinde haben einen Held attackiert. So, jetzt könnt ihr euch um diese Reiter kümmern. Auf in den Kampf! Da ist ein Stall. Lehrt sie das Fürchten! Flieht! Und es ist nicht der aus der Hose. Ja, flieht! Alle auf die Reiterei. Soweit ihr könnt. War keiner... Alle, Alter, was versteht ihr nicht, wenn ich sage? Alle auf die Reiterei. Wie ihr wollt. Ja. Wag, wir brauchen dich hier an dieser Stelle, damit du all unsere Truppen buffst. Und was nun jetzt wird geschnetzelt. Und fürchtet euch! Die rennen auf den Kundschafter los, der nichts gemacht hat, außer da zu sein. Für euch doch immer. Ja. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Aber er hat nichts gemacht! Nichts! Attacke. Ich tue mein Da stand Bestes. Einfach nur und hat sein Leben getötet und wurde einfach abgeschlachtet. Zeigen, was ihr gelernt habt. Das ist Attacke. Nicht nett. Das sind die irrationalsten Soldaten, die sich als gut nennen, die ich je gesehen habe. Lehrt sie das Fürchten! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Für Ruhm und Ehre. So, verreckt. Feinde greifen euch an. Dafür so, die Brücke sind wir ist, genau diese hier Seite richtig. Ist fertig. Von der Brücke her. Und wir haben noch einen Konstruktor übrig. Mal wieder der, nämlich denjenigen, der nicht im Kampf ist. Ja. Sie schibbert. Sieht durch mein Fernglas. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Die laufen so weit. Und wenn nicht, dann sind sie einfach nur dumm. Ist in Ordnung. Jawohl. Schaut in die Ferne. Wir kümmern Folgen uns einfach auf der Straße. Vielleicht haben die irgendwo wir kümmern uns darum. Hier noch eine Basis, Jawohl. Die nicht, von der wir nichts wissen. Ja, Herr. Wie ihr wünscht. Ja, mein Herr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und wir holen uns mal ganz kurz einen neuen Kundschafter. Hey, ja, wir bauen neuen Kundschafter, das ist gar kein Problem. Denen geht's gut, die gehen alle in den Ruhestand. Wie ihr befehlt, wird gemacht.
Für euch doch immer. Seht durch mein Fernglas. Seht her. Das war ein Wolf, kein Blindenhund, denn Wölfe stehen unter Naturschutz. Seht her. Deswegen können wir die auch nicht angreifen. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Herr. In Ordnung. Jawohl. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Alles klar. Wir kommen hier nicht zur Brücke. Mies wäre gewesen, wenn wir jetzt hier hätten rüberrennen müssen und dann hier die Brücke... Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Gern. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann tatsächlich hier irgendwie über diesen Weg gehen müssen. Jawohl. Für euch doch immer. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen... ja, Schwefel gebrauchen. Gruppe 8. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Wir brauchen eigentlich Schwefel. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Der liegt natürlich nicht bei uns rum. Wo auch sonst, wenn nicht bei uns. Also wenn nicht bei uns. Ja, ist in Ordnung. Ich zeige euch den Weg. Der Tag der Abrechnung. Ja, mit unserer kleinen Steuern zusammengeschlagenen werden gezahlt. Billo-Söldner-Armee, ja, da hinten kommen immer mehr Truppen an. In Ordnung. Gern. Gern. Ah, wir können ja schon hier ein bisschen über die Brücke. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Oh. Sie greifen an. Und bleibt einfach stehen. Die Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Normalerweise haben wir das Problem, dass die Soldaten einfach immer blind drauf losrennen und danach direkt tot sind. Unser Problem ist aber momentan, die bleiben einfach stehen und lassen sich abschlachten. Meine Güte. Wie ihr befehlt. Höh! Nein, ich gehe ja schon. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Die sind keine Herausforderung hier. Ja! Hier hatten wir noch einen Turm oder sowas gesehen. In der Nähe. In Ordnung. Bis in den Tod. Ja, da ist der Turm. Den müssen wir direkt ausschalten. Der ist die größte Gefahr hier. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wenn wir haben Nahkämpfer und wenn wir die Gegner zu den Turm lotsen, jetzt dann können ihr wir zeigen, die im Schatten des Turmes habt. Bekämpfen. So ungefähr. Ihr könnt nicht siegen. Und dann machen wir einfach mal seht es doch ein. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Wieder wir auf den Turm. Angriff. War kann jetzt mal Blinden rufen und ein bisschen Vandalismus. Vandalismus-Modus aktiviert. Und das macht sie mal ganz kurz der weg. Der Tag der Abrechnung. Steuern und... Ach, das ist der andere Kundschafter krepiert. Schön. Mit Vergnügen. Einfach schön, wie Kundschafter überhaupt keine Lebenserwartung haben bei uns. Und wir sollten den Turm entsetzen. Ja. Sicher ist sicher. Wie Kundschafter bei uns überhaupt keine Lebenserwartung stellen dürfen. Ja, mein Herr. Gern. Attacke. Und jetzt macht ihr mal schnell den Turm da weg. Lehrt sie das Fürchten! Wäre einfacher, wenn wir überhaupt noch Soldaten hätten, nicht nur Hauptmänner. Oh, einen Soldaten haben wir noch. Zwei. So. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja, nö, sehe ich gerade nicht so ein. Kurzer Ausbau. Das Gebäude Fernglas. Ist ausgebaut. Da müssen wir auch darauf achten, dass wir die Gelehrten aufgewertet kriegen. Also eine größere Hochschule, Universität. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt im Kopf, glaube ich. Jawohl. Ja. Also mal wieder. Ich tue mehr als Bestes. Sonst schon. Wird gemacht.
Jawohl. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Das Gebäude ist... Erst einmal lassen wir unseren Kunstler gucken, was eigentlich hier ist. Euch das wissen wir gar nicht. Vermutlich da voll die geniale Kiste, in der einfach alles drin ist, was unser Problem lösen würde. Ausbau fertig. Ach ja, und wir haben keinen Dieb mehr, fällt mir auf. Also, neuen Dieb rekrutieren. Ausbau abgeschlossen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich glaube ja, Gruppe 9 dass ist ja hier noch eine da. Verwechslung wir können vorliegt. Mal schauen, wo wir... Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wo wir unsere Büchsenmanufaktur entsetzen. Genau, das war, was ich wollte, eine Büchsenmanufaktur zu setzen. Aber gern. Oh nein, Darius, Leibeigner haben die zerstörte Brücke repariert. Bereit euch auf einen Angriff. Fuck you. Ach, weil wir den... Wir kümmern uns darum. Fuck, wo ist die Brücke gewesen? Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, fuck auf den Turm. Wir brauchen kurz mal Truppen und den Dieb. Spreng die Brücke. Ihr verfügt nun über das Wissen Mach über sie eine weg. Neue Technologie. Schnell, wir sind hier gerade ein bisschen wehrlos. Ich lass mal Euer den Speerträger hier zurück und diesen Turm noch zerstören, damit wir das nicht vergessen. Angriff! Also entweder weil wir das Lager vernichtet haben oder was passiert automatisch nach einer Stunde. Oder nach dieser Zeit. Diese Brücke reparieren die, aber die überlegen nicht, die anderen Brücken zu reparieren. Ja, fuck you. Das ist doch schon scheißegal, was du Sofort. Willst. Hier. Solange du das nicht diffusen kannst. Mit Vergnügen. Ist alles in Ordnung. Wir sollten ein bisschen mehr Abstand Für euch nehmen. Doch immer. So. Das könnt ihr schön vergessen mit eurer Idee eines Angriffs. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Okay, Gruppe 8, um was zu tun. Da wir keinen Schwefel hacken können, weil hier nirgendwo welcher liegt. Die wollen hier einfach einen Turm hinsetzen, das wollten die. Warum? Dario, warum? Warum denselben Scheiß machen, den Kerberos damals in Evalos mit dir gemacht hat? Wo er mit der Israeli-Taktik einfach eiskalt irgendwelche Wohnhäuser in unser Gebiet reingesetzt hat. Und wir uns gedacht hat, was soll der Scheiß? Ja! Das war wohl die sinnloseste Aktion, die er überhaupt machen konnte. Seine Wohnhäuser einfach auf unserem Boden zu reparieren. Seht her. So, jetzt wo wir einen weiteren Kundschafter hier haben. Wo sind unsere Spähträger? Die stehen hier. Die 4 verbliebenen Truppen und die können wir auch direkt wieder zurückziehen, um wieder aufzufüllen. Wir kümmern uns darum. Wir können uns auch mal Ballistenschützenarmee zusammensetzen, das ging genauso gut.